ich habe an einem langweiligen Tag im Internet in irgendeinem Forum rumgeguckt und da hat jemand Dolls allgemein vorgestellt und da war ein Bild dabei, was ich unbedingt, also diese Doll wollte ich unbedingt haben, so wie sie aussah und musste dann ein bisschen recherchieren im Internet, bis mir dann jemand sagen konnte, dass das eine Dolphy Dream ist. Die meisten holen sich, ja, so wie ich, eine Doll, bemalen das Gesicht, weil nackt kriegt man sie ja sowieso fast nie zu sehen, außer jetzt. Oder unter der Dusche. Ja, sie hatten Body Blushing, also Schattierungen auf dem Körper. Die Nippel sind besonders hervorgehoben. Die Fingernägel hat sie lackiert gekriegt. Und weibliche Behaarung hat sie auch. Und ein Face-Up natürlich. Ja, Alita ist ein junges Mädchen. Sieht aus, so wie ich gerne aussehen würde mit ihren braunen Haaren. Leider steht mir das Braun nicht. Ist ein kleines, munteres Mädchen. Na, klein ist sie nicht. Kleine, junge, muntere Frau, die gerne nach draußen geht, aber ansonsten ein liebes Mädchen ist. Also ich würde fast sagen, jeder identifiziert sich ein Stück mit seiner Doll, weil man zieht ihr an, was man selber nicht anziehen würde. Oder sie hat Haare, die man selber nicht haben kann. Oder nur mit viel Aufwand haben kann. Ja, oder sie tut Dinge, die man selber nicht mehr tun würde, glaube ich. Also ich würde jetzt nicht auf dem Ast umherbalancieren. Also bei mir würde es aber auch nicht so interessant aussehen.